Also die Marmorata. Warum die Marmorata so besonders für mich ist? Sie ist in vielen Flüssen schon vollkommen ausgestorben. Die marmorierte Forelle hat eine Zeichnung, die mit keinem anderen Fisch der Welt verglichen werden kann. Und das Kampfverhalten der Forelle ist besonders. Jo, Fisch! Jawohl! So schnell kann es gehen vom Kameramann zum Marmorata-Fänger. Meine erste. Ich bin total glücklich. Wir kommen aus Norditalien. Wir sind heute in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Ich bin wieder mit dem Leonard am Wasser. Wir haben letztes Jahr schon mal zusammen gefischt. Mhm. Und heute stehen wir nicht an der Passa wie beim letzten Mal, sondern am Noce. Am Noce. Also wir sind am Auslauf des Noce-Flusses, welcher am Stilfser Joch entspringt. Und wir versuchen unser Bestes, um eine schöne Marmorata an den Haken zu bekommen. Was sagst du dazu? Sagenumwoben, die Marmorata, marmorierte Forelle. Und hier im Zufluss oder in einem Zufluss, der Edge, schwimmt sie rum. Ja, sollte stark verbreitet sein. Ja. Und die Konditionen sind optimal. Ja. Wir haben sauberes Wasser, einen gewöhnlichen Wasserfluss. Und jetzt müssen nur noch die Fische aktiv werden. Und okay. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Ja. Dafür haben wir wieder dabei Nymphengeschirr. Ja. Ja. Your Nymphing Setup. Genau. Mit zwei Nymphen in einem Abstand von 50 cm zueinander. Ja. Und relativ schwere Nymphen. Also ich habe hier eine 3er-Kugel Tungsten und oben eine 2,5er. Okay. Und ein relativ langes Vorfach, was den Vorteil bringt, dass ich die Fische, die fliegen, lockerer fischen kann. Und mal schauen, ob das heute auch den Trick. Okay, das schauen wir uns später im Detail nochmal an, genau. Die Montage. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Würfe, würde ich sagen. Sehr gut. Das geht's. Auf das, was beißt. Auf das, was beißt. Es wird weitergehen. Hier müssen wir queren. Ah, okay. Erster großer Pool. Ja. Ich schätze, von hier bis da oben wird es dann gut. Okay. Immer Ausschau halten wegen Fischen. Meine Freundin hat schon mehrere verscheucht, weil sie nicht geschaut hat. Sie stehen auf ganz nah am Ufer. Ja. Er hat Fisch? Ja. Jo. Geil. Oh. Ich glaube, es ist schon eine. Ja. Super. Da haben wir sie. Die erste Marble. Erste kleine Marmorata, schöner Fisch, lassen wir gleich weiter, dann können wir die Mutter fangen. Klingt nach dem Plan. eine halbe Stunde vielleicht haben wir jetzt gefischt und ja, Leonard hat den ersten Fisch rausgezockt, mega. Das ist die erste Marmorata, die ich sehe und das ist ein guter Anfang, oder? Ja, mega, Petri Heil. Vielen Dank. Ganz gut, schön im Marmor. Ganz gut hier im Wasser, ne? Also draußen sind es bestimmt heute 30 Grad. Ja. Hier im Wasser ist es super. Es ist eiskalt. Aber wir fischen mal weiter. Wo hat der Fisch ungefähr gebissen? Hier in der Innenkante. Okay. Also ich habe auf die andere Seite geworfen. Die Strömung hat die Nymphe zu meiner Seite an die Innenkante gebracht. Ja. Und kaum Wasser im tiefsten Grund spürte ich den ersten Stein und dann gleich den Biss. Okay. Und immer schön locker halten, nicht zu steif fischen. Ja. Ein schönes, lockeres Vorfach, damit es so natürlich wie möglich aussieht. Ja. Cool. Gut. Also, weiter geht's. Weiter geht's. Also, erkläre ich jetzt den Aufbau des Euronymphing-Systems. Wichtig dabei ist eine entsprechende Route. Die Route sollte parabolisch sein, vom Kork bis zur Spitze.
Das hat den Vorteil, dass ich dünnere Vorfächer fischen kann. Ich kann den Fisch besser drillen, also unter extremen Situationen. Und die Nymphen sind leichter zu präsentieren. Zum Seil, also ich benutze hier eine gewöhnliche Mono. Das ist jetzt zum Beispiel eine Indicator Mono von Hanak. Kann von jeder Marke sein, muss nicht unbedingt Hanak Competition sein. Diese Bille hat den Vorteil, dass ich meine Schnüre ständig im Blick habe, nie die Kontrolle über den Riss verliere und somit ständig beim aktiven Fischen bin. Ich spule ungefähr um die 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter auf meine gewöhnliche Fliegenrolle. Wenn ich es genauer haben möchte, dann verwende ich einen Closed Cage, also einen geschlossenen Rahmen, damit die Schnüre, das Monofil in diesem Fall, nicht auf der Seite herausrutschen kann. Dann vom Monofil gehe ich über auf das Vorfach, auf das ein Fluorocarbon oder ein Monofil, je nach Belieben, und verbinde durch diese mit einem Pitzenbauerring. Und das hat den Vorteil, dass meine Monofile, also der Bissanzeiger, immer dieselbe Länge behält und ich für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem, wie oft ich in der Woche Fische gehe, dasselbe Seil verwenden kann, dasselbe Monofil. Dann binde ich ein Fluorocarbon oder ein Monofil an. Dieses entspricht je nachdem dem Gewässer, den Fischen, die ich fangen werde. Also wenn ich nur kleine Fische fangen werde, dann ein 010er, 012er. Bei größeren Fischen 014, 016er. Und wenn ich auf die ganz großen Fische, dann 016, 018, 020 verwendet man eigentlich nie. Da man ja eine Route hat, die den Schlägen des Fisches entgegenwirkt. Dann kommt es je nachdem nach Regelung oder ob es erlaubt ist oder nicht, kann ich zwei Fliegen oder eine Fliege verwenden. Die Springerfliege wird in einen eigenen Knoten drangebunden, den kann ich euch später noch erklären. Dann kommt die erste Springerfliege und dann noch der Anker, unsere zweite Fliege. Der Unterschied zwischen diesen zwei Fliegen ist, dass ich im tiefen Puls die schwere Fliege am Ende der Schnüre habe, also am letzten Punkt, und die kleinere Fliege am höheren Punkt sozusagen. Wenn ich jedoch flache Gewässer fische, dann kehre ich das genau um. Ich fische die schwere Fliege am Springer und die kleine Fliege am unteren Teil. Das heißt, hat den Vorteil, dass die schwere Fliege am Springer die kleine Fliege am Ende hinunterzieht. Um diese Fischerei auszuüben, müsst ihr jetzt nicht unbedingt in den Shop gehen und alles neu kaufen. Ihr könnt einfach mal eine gewöhnliche Monofile kaufen. Ich schlage vor, einen 020er oder 018er oder sonst gibt es auch so fertige Vorfächer schon und bindet die an eure gewöhnliche Schnüre an. Und baut ein Vorfach, wie ich es euch erklärt habe, ein paar Nymphen und schon könnt ihr es testen. Wenn es euch gefällt, dann kauft euch das Setup, das Richtige, denn es macht einen großen Unterschied. Doch am Anfang kann man auch mit einfachem Material fischen. Man muss nicht immer das Beste vom Besten haben. Jo, Fisch! Jawohl! Super! Oh, nicht zurückfallen lassen! Bitte? Nicht zu weit zurückfallen lassen? Ja. Mega. Yes! Super! Geil, oder? Ah, ja. Hybrid. Hybrid. Mega. Ja, es war gerade wichtig für mich, dass ich dir einmal zugeschaut habe, wie du den Wurf machst. Wieso? Ich habe eben oberhalb geworfen und ich glaube auch die Schnur zu steil gehalten, dass sie zu straff war. Ich habe jetzt mal die Spitze runter.
runtergelassen, dass die Schnur einen leichten Bogen legt. Ja. Macht einen Unterschied. Ja. Mega toller Fisch. Leonard, ein Hybrid ist es. Ein Hybrid. Also Mischung aus Marmorata und Bachforelle. Sieht man ihr auch an. Also sie hat diese Marmorierung, aber auch rote Punkte. Super schöner Fisch. So, der Fisch ist schon los tatsächlich. Wir fischen ja mit Schonhaken an den Nymphen. Und meistens regelt sich das dann von alleine im Kescher. Und ja, hat alles gepasst. Ich zeig sie nur mal schnell und dann darf sie auch wieder rein. Mega. Sau, Sebastian. Mega. Hast du Fisch des Tages? Ja. Vielen Dank fürs Mitnehmen an den Fluss. Gerne. Dass das so super schnell klappt, hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt der zweite Pool eigentlich, der zweite größere Pool, den wir geangelt haben und haben schon ein paar Fische gut angefangen. Gelandet. Ja, mega gut. Wasser ist kalt. Auf jeden Fall. Ich hatte den Fisch kurz in der Hand und das Wasser ist total kalt. Also da merkt man, dass es das vom merkt Berge. Man, das kommt vom Berg. Aha. Gut. Also. Weiter geht's. Machen wir weiter. Perfekt. Poolwechsel. Wenn ihr ein Gewässer zu Hause habt, in dem ihr mit zwei Fliegen fischen könnt, dann empfehle ich euch diesen Knoten. Also, ich nehme ungefähr die gesamte Länge der Route als Vorfach in einem sehr tiefen Fluss zum Beispiel. Dann verlängere ich das Vorfach noch um meine Springer. Diesen gebe ich zusätzlich dazu. Dann beiße ich das Seil ab oder knipse es ab. Und ich komme zum Springerknoten. Ich entscheide die Entfernung zwischen den zwei Springern, ungefähr eine Armlänge. Ich mache jetzt einfach den Knipser. Schneide diesen ab. Dann lege ich diese beiden übereinander. Wichtig dabei ist, dass dieser Teil hier lang genug ist, denn das ist unser Springer. Und beim Knoten verlieren wir einiges an Material. Dann bilde ich zusammen, übereinander gelegt, bilde ich eine Schlaufe so, und schließe die ein wenig. Dann mache ich einen Ring herum, einmal, klemme diesen in meinen Finger ein, ziehe ein bisschen zu, einen zweiten, klemme diesen ein und gehe dann mit der Schnüre, mit beiden Schnüren von hinten durch die erste Schlaufe und ziehe das gesamte Material durch. Dann lasse ich den Knoten langsam aus meinen Fingern schlüpfen und es bildet sich ein Achter. Diesen befeuchte ich im Idealfall und ziehe ihn zusammen. Heraus kommt ein Springer und meine Hauptschnüre. Und dieser Knoten hält jeden Fisch stand. Den oberen Teil noch abknipsen, hier, und Fliegen anbinden und los geht's. Benny hat auch mal ein paar Würfe gemacht und hat auf einmal einen Fisch drauf. Sauber. Ein guter Fisch. Jawohl. Super. Ja, Wahnsinn. Könnte das meine erste marmorierte Forelle sein? Ja, bei uns herrscht Arbeitsteilung, während Sebastian die Route mal schnell zur Seite gestellt hat und die Drohne übernommen hat, habe ich mir seine Route genommen und habe mir an den wunderschönen Pool, ihr werdet es nicht glauben, meine erste Marmorata gefangen. Und ich finde, das ist doch ein echt fotogener Fisch. So schnell kann es gehen, vom Kameramann zum Marmorata-Fänger. Meine erste, ich bin total glücklich.
Leonhard, vielen, vielen Dank. Gerne, geil. Cool. Super. Gut ja, gefischt. Wahnsinn. An Stellen, wo sonst fast keiner fischt. Gut gemacht. Wow, cool. Aber jetzt muss ich erst mal raus, es ist nämlich ganz schön kalt. Also die Marmorata. Warum die Marmorata so besonders für mich ist? Die Marmorata, marmorierte Forelle, ist ein Abkömmling der Bachforelle, welche nur in den Gewässern, welche in die Adria fließen, vorkommt. Also in den Südalpen, nicht in allen Flüssen klarerweise. Sie ist in vielen Flüssen schon vollkommen ausgestorben. Es werden mehrere Renaturierungsprogramme durchgeführt, um die Marmorata zu erhalten. Also in Flüssen, wo es eine natürliche Reproduktion gibt, werden keine Fische mehr besetzt. Es werden auch keine marmorierten Forellen mehr besetzt, um den dortigen Stamm zu unterstützen, dass nur die dortige Rasse wieder aufkommt. Das finde ich sehr positiv. Also wir haben schon mehrere Erfolge erzielt, wie zum Beispiel hier im Fluss Norce. Es ist ein super Marmorata-Bestand, auch Jungfische kommen auf. Und das ist phänomenal. Also die marmorierte Forelle hat eine Zeichnung, die mit keinem anderen Fisch der Welt verglichen werden kann, zumindest mit keinem Salmoniden. Und das Kampfverhalten der Forelle ist besonders. Sie ist jetzt nicht die stärkste Forelle, sie ist eher auf der schwachen Seite, würde ich mal sagen, doch sie hat ein starkes U-Boot-Verhalten. Also wenn sie mal beißt, dann bleibt sie im tiefen Bereich, versucht immer wieder in ihr Zuhause zurückzukehren, also in tiefe Löcher unter Steinen hinein. Und wenn sie merkt, dass sie nicht mehr davon kommt, dann beginnt sie mit dem sogenannten Krokodilverhalten. Also sie fängt an, sich um die Schnüre zu wickeln. Dann kommt es auf uns Fischer darauf an, dass wir diesen Prozess verschnellern, den Fisch so schnell wie möglich in den Keschern, um nicht Riemen oder Schnitte am Fisch zu hinterlassen, durch die Verwicklung an der Schnüre. Ansonsten über die marmorierte Forelle, ich kann nur sagen, das ist mein Lieblingsfisch. Mein Hauptziel jedes Mal, wenn ich am Wasser bin, ist es, eine große Marmorata zu fangen mit einem übergroßen Maul. Viel besser als jede Regenbogenforelle, jede Bachforelle. Und das Highlight aller Dinge ist dann, die Marmorierte auf Maus zu fangen. Das ist dann das Allertollste. Die Marmorierte hat auch ein starkes Jagdverhalten. Also ab einer bestimmten Größe ernährt sie sich hauptsächlich oder grundsätzlich nur von Jungfischen und Blutegeln und Mäusen und alles, was so an großem Material herschwimmt. Und ja, es ist ein phänomenaler Fisch und jeder passionierte Salmonidenfischer sollte ihn einmal in seinem Leben gefangen haben oder es sich zum Ziel setzen. Und ich hoffe, dass sie auch mal vorbeikommt, hier in Südtirol oder in Trentino, wie wir heute sind. Eine Alternative zur Nymphe, die uns der Leonhard heute gezeigt hat, ist das Angeln mit Topwater-Mäusen an der Fliegenrute. Und tatsächlich hat das heute gar nicht so schlecht funktioniert. Ich glaube, insgesamt hatten wir jetzt 3-4 Attacken auf diese Mäuse. An der Oberfläche einfach schnell durchgefurcht, dass die Fische einfach zu einer Attacke provoziert werden. Es ist nur noch kein Fisch hängen geblieben. Aber macht super viel Spaß, die zu fischen und natürlich die Bisse zu sehen. Ja. Boah, gibt's ja nicht. Hat er eine? Schön! Schöne! Geiler Biss! Ist auch Hybrid hier, ne? Ja. Ja, genau. Mit leichten roten Punkten. Ja. Ein gutes Zeichen. Ein bisschen größere. Also beim Werfen mit dem Euro-Nymphing-System haben wir keine Schnüre wie beim Trockenfliegenfischen oder beim Streamerfischen oder beim herkömmlichen Nymphenfischen. Hier haben wir die einfache Monofide,
dies hat keine Aktion in sich selber. Das heißt, wir müssen den gesamten Schwung mit einer Bewegung auf die Fliegen übertragen und somit die Schnüre nach draußen befördern. Also das Monophyll-Seil. Das bewirke ich, indem ich die Nymphen nahe zu mir herbringe. Also ich habe ungefähr nur das Vorfach draußen und kann somit die Nymphen ganz einfach hinaus katapultieren. Ja, wie beim Wurmfischen wird am höchsten Punkt die Schnüre einfach mittels Zeigefinger losgelassen und somit kann dieser Schnurbauch dann die Angel, die Ringe verlassen und die Fische weiter entfernen von mir. Das ist sehr wichtig, dass ich auch auf Entfernung komme, denn sonst bin ich zu nah an mir dran und wahrscheinlich habe ich die Fische schon direkt vor mir verscheucht. Also möchte ich weiter weg von mir fischen. Je weiter ich werfen kann, desto mehr werde ich fangen über die Zeit. Das Werfen wird nicht von Anfang an klappen, aber ein bisschen Übung funktioniert das bei jedem. Ich habe hier den Bissanzeiger heraus, dann das Vorfach und hier die Fliegen. Ich lege die Fliegen, lasse die Fliegen hinter mir hängen, schaue dorthin, wo ich hinwerfen will und mit einer einfachen Bewegung komme ich zu diesem Platz. Gleich nehme ich Kontakt auf mit den Fliegen und verfolge diese sehr aufmerksam. Bei jedem Stoppen oder komischen Verhalten setze ich den Haken. Das Wichtigste ist beim Neuronymphing, dass man auch bei jeder kleinsten Bewegung, die nicht normal wirkt, die ein Stehenbleiben, ein Links-Rechts-Bewegen, die man im Bissanzeiger sieht, sofort den Haken setzt. Denn es könnte immer ein Fisch sein und meist, meiner Erfahrung nach, sind meistens die großen Fische diejenigen, die am wenigsten Aufsehen erregen beim Biss. Also es bleibt einfach stehen und auf einmal hat man eine große drin. Muss nicht immer der Fall sein, es kann auch ein aggressiver Biss kommen, aber das war bis jetzt immer so das Hauptmerkmal bei den großen Fischen. Und wenn man dann fortgeschritten ist, kann man seinen Wurf auch weiterentwickeln. Und zwar kann man dabei den gewöhnlichen Wurf mittels Fliegenschnur auf diese Fischerei mit der Monophyle übertragen. Und das mache ich, indem ich beim Rückschwung warte ich darauf, dass ich die Fliegen in der Route spüre und dann gehe ich wieder nach vorne. Das bewirkt, dass ich Fische, die auch auf Entfernung stehen, noch befischen kann. Hoppa. Und wieder eine kleine Marmorata. Und ab in die Freiheit. Ist doch schön hier. Oh, das ist gut. Der wird gelohnt. Der Wurf. Das hat mega mit der Sonne. Jo. Schöner Fisch. Mega! Geil! Super schön. Besonders schön. Das ist besonders schön. Mega. Super Biss, oder? Ja. Hier vorne. Benny meinte schon, oh, der wird belohnt. Ja. 100 Pro. Ja, das Keschern musste jetzt besonders schnell gehen. So ein Fisch von, ja, ich würde sagen, knapp 40 cm an dem Gerät, in der Strömung und den leichten Vorfächern, das ist schon ordentlich was zu tun. Und ja, wenn man die Fische gegen die Strömung drillt, dann ist man um jede Sekunde froh, der Kescher früher da ist. Aber es hat funktioniert.
nochmal ein echt schöner Fisch. Besondere Marmorierte. So, geht sie schnell wieder zurück. Die Marmorierte. Und tschüss. Zurück in den Nutsche. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Und ja, viel mehr brauche ich nicht zu sagen. Schaut euch das einfach an. Heißer Tag. Wir haben echt gut gefangen bisher. Und ich glaube, eine Stunde oder anderthalb haben wir noch vor uns. Bin gespannt, was da noch kommt. Leonard ist wieder am Fischen. Ja, was soll man sagen? Außer, dass wir heute einen traumhaften Tag in Trentino verbracht haben. Vielen Dank, Leonard. Gerne. Du hast mir zur ersten Marmorata verholfen. Vielen Dank. Freut mich. Werde ich dir nie vergessen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sebastian, für dich war es ja auch sehr erfolgreich. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, spannende Erfahrung, spannendes Thema. Und wer mal in der Gegend ist und sich das nicht alleine zutraut, kann dich kontaktieren, Leonard. Du bietest Guidings an hier in der Region. Nicht nur an dem Gewässer, sondern auch weiter nördlich. Einfach melden. Und, melden und dann schauen wir, ob wir den Traum verwirklichen können. Genau. Und wir haben jetzt den Traum von der Pizza und den verwirklichen wir uns jetzt, oder? Also, ich sehe da hinten schon. Los, auf. Perfekt, auf. Okay.